So, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Animal Crossing. Und wie ihr seht, haben wir einen Flug nach GLP.TV startklar. Da fliegen wir jetzt hin. Hallo Manu. Hallo. Hallo. Ja, ich fange hier an, weil ich Manus Insel, wann habe ich deine Insel zuletzt gesehen? Als ein Tisch im Angebot war, als ein Romantiktisch gekauft wurde. Ach, da habe ich ja noch gar nichts gebaut. Ja, genau. Guck aber am besten weg, schneid das weg und guck weg, weil sonst siehst du ja direkt die Insel von oben, weißt du? Ja. Nee, okay, guck nicht. Okay, ich guck nicht. So, wir sind hingeflogen und haben nicht hingeguckt. Das Erste, was uns entgegengeworfen wird, wo bist du denn? Ist Müll. Müll auf dem Boden. Ja, für dich. Heb mal auf. Guck mal, ob du da irgendwas brauchst. Muschelspringhorn habe ich nicht. Häschentag. Geh weg mit den Häschentag-Rezepten. Na komm schon. Ja, aber die linken nehme ich beiden. Und was ist das? Und Monokel. Und ein Zylinder. Oh, jetzt hätte ich gerade gesagt, bestell mir die bitte. Was bist du überhaupt? Hübsch. Ah. Ja, er ist Zombie. Ja. Mit Bart. mit Schnauzer. Ja, der hat mir Mordado geschickt, der ist cool. Ja, guck mal, da seht ihr mal nur seinen Charakter. Ich habe ihn, glaube ich, schon irgendwie ein, zwei Mal gezeigt. Hallo. Seine wunderschöne Figur. Aber das letzte Mal, dass man seine... verwandeln? Oh, du kannst dich verwandeln? Ich kann mich verwandeln. Okay, warte, ich warte. Macht! Jetzt. Ja? Ja, okay. Der Liebe! Macht der Hase! Oh! Konnichiwa! Das ist dein Hot-Outfit. Ja, das ist doch hot. Oh, du auch? Hast du auch? Bruder! Ah, du hast keine Socken an. Ja. dann ist der hier noch cool, der Bär. Warte, das ist lieb. Der Bär ist bei mir Tom Nook Cosplay. Ah, auch mit derselben Schnauze. Ich habe einfach so einen Strampelanzug an. Ja, mir schickt doch jemand noch so einen Schafskörper in Braun. Der passt voll perfekt dazu. Dann habe ich so ein Gangster-Outfit. Undercover passt da am ehesten zu. Oh, da habe ich, lol. Ja gut, erkennt tue ich dich trotzdem noch. Ist ja auch nicht undercover. Da habe ich so ein Safari-Ding. Prinz! Oh, mit der Krone und der... Du brauchst die Goldrüstung. Was? Es gibt eine Goldrüstung? Es gibt eine Goldrüstung. Die hat mir eine Twitter mal geschickt. Ja. Ich habe Magic noch. Oh, das habe ich nicht. Du hast ja sogar beides. Ja. Warte, dann fehlt nur noch Hipster. Der ist wunderschön. Weg mit der Verwandlung. Warte, wie sehe ich denn ohne Verwandlung aus? Verwandlung! Ah. Wie sehe ich denn aus? Warte. Es ist ein bisschen anders. Ja, die Hose ist eine andere. Achso, du hast eine GLP-Verwandlung. Ja. Ja, nice. Ja, müsste ich mir auch mal machen, eine Zombie-Verwandlung. Dann verkaufe ich nicht die ganze Zeit meinen Zylinder oder verschenke den. Ja, Manus Insel hat man zuletzt gesehen bei Maudado eigentlich, ne? Ja. Oder wenn ich mal irgendwie kurz gezeigt habe, dass ich drauf war oder so. Aber da habe ich, glaube ich, nicht viel von gezeigt. Und du hast ja... Hast du überhaupt was gezeigt? Das sind noch aufgemalt. Also das sind noch über Designs gemachte Wege, ne? Ja, genau. Magst du die lieber als echte Wege? Weil ich sehe keine echten Wege auf deiner Karte. Das sind echte Wege. Also das... Nein, es sind keine echten... es ist immer aufgezeichnet, aber ich habe es dann später mit dem Tool gemacht. Ja, ja, aber du hast nicht die Wege gemacht von dem Tool. Nee. Aber die sieht man auf der Minimap und es sieht voll schön aus. Ja und? Okay, jetzt weiß ich gar nicht, wo ich hier lang gehen kann. Ist ja voll überraschend. Ja, hier, guck mal, warte, hier sind die Umbauarbeiten. Du hast echt viele Blumen, Junge. Ja, der Nook. Laden ist jetzt hier, der war vorher die ganze Zeit da oben. Yeah, ja, genau. Da hattest du ja so ein Problem mit dem, mit der Brücke und Häusern und sowas bei Maudado. Waren ja hier irgendwie links und rechts Häuser und dann wolltest du, dass es rübergeht, aber jetzt ist es ja ganz anders. Ich hab alles weggerissen. Ah. Ja, hier, der Brunnen, da oben. Ja, da ist dein Haus, genau. Oh, zwei Bänke links und rechts. Ja, klar. Und der Baumarmee ist ja jetzt auch weg, ne? Zum großen Teil, ja. Ich werde ja auch noch mehr zerstören. Ja, genau. Manu hatte seine gesamte Insel mit eigentlich so einem Baummuster vollgebaut. So wie ihr seht, das sind ja immer perfekter Abstand. Einfach damit er halt ein paar Früchtchen hat. Ich habe irgendwie so 400, 500.000 immer damit gemacht. Ja, ein bisschen Geld. Aber das brauche ich ja nicht mehr. Ja, ich verstehe, dass wir irgendwie nachts spielen, weil es jetzt so dünkel bei dir ist. Dünkel? Dünkel. Und es ist 22 Uhr, ich kann nicht mal bei dir einkaufen. Hier gibt's eh nichts. Der Laden ist scheiße. Oh nein. Hast du Lüste sehr anders umgelegt? Ja, ne? Ja, der ist komplett neu, oder? Ich glaube schon. Hey, nein, ich habe den vergrößert. Ich bin gar nicht mehr gewohnt, dieses Werkzeug zu benutzen.
Ich habe bei meiner Insel alles so gemacht, dass ich das überhaupt nicht mehr rausholen muss. Ah ja, und das hier. Ah ja, so ein Wasserfall. Ein riesiger. Ja. Okay. Muss noch anpassen. Ja, das hier drüben ist so ein ultra fetter See. Richtig breit. Ist es nicht voll nervig, dass du da nicht rüberhüpfen kannst? Nee, da ist ja nix. Doch, der Kleiderladen. Ja, ich werd vielleicht eine Brücke oder so darüber machen. Ist ja alles noch nicht fertig. Wahrscheinlich baue ich auch alles nochmal um. Also hier wohnen dann die Bewohner. Ja, ich kann ja später nochmal vorbeikommen. Ja. Hast du immer noch nur noch einen Bauernhof als Bewohner? Red bitte nicht mit ihr, weil ich die loswerden will. Die soll absolut keine sozialen Kontakte mehr haben. Irgendwie kommt sie vor, als ist eh egal. Ich kann den Bild schicken, gleich von den ganzen Gesichtern. Dann blend das mal ein. Okay. Alter, das ist echt eine ganze Kategorie. Ich kann auch einfach kurz auf die Karte gucken. Da stehen doch eh alle. Hä? Magda, Benedikt, Nestor, Pamela, Richie. Weil ihr auf dem Handy, Karte-App. Ach so. Tanja, oh, du hast so eine Zombie-Ente. Walter, Matze, der Pinguin ist cool, Matze. Das war das erste Mal, dass ich diese Map geöffnet habe. Echt? Ja. Ah, ja, da sieht man seine Bewohner. Wissen Sie also, wo sie wohnen? Wo sie genau sind, findet sie, steht da nicht. Das ist cool. Ja, mittlerweile habe ich ein paar coole dabei. Ja, wer gefällt dir am meisten? Boah, der Matze sieht halt schon cool aus. Ne, der Pinguin. Ist ultra genervt. Spontan würde ich sagen, deine Besten sind Nestor, Benedikt und Matze. Benedikt? Ja, der guckt so. Der hat dicke Augenbrauen. Ja, aber Nestor stimmt, ja. Finde ich auch gut. Das war bisher der Einzige, der meinte, ach, ich glaube, ich ziehe um. Ja, bei mir auch irgendwie einer der coolsten Bewohner meinte auch so, ich zieh um. Bei Jessie, sie hat auch so einen Pinguin, Roland, den feiert sie voll, mit dem redet sie jeden Tag, der hat auch schon vorgeschlagen, umzuziehen. Also irgendwie... Ja, was ist das denn? Warum denn immer die, mit denen man so viel redet? Ne? Vielleicht sind die einfach genervt von einem. Ja, dein Haus können wir uns doch von innen angucken? Ah, ich folge dir ja, aber da habe ich schon seit ganz, ganz langer Zeit nichts mehr gemacht. Ja, meinst du, ist auch eine Müllhalde? Keine Sorge. Ja, dann hier. Du hast echt viele selben Blumen. Ja. Ja. Und? Ja, und hier ist ein Campingplatz. Bringt mir das überhaupt noch was? Der Campingplatz ist doch totaler Müll jetzt, oder? Wenn einer auszieht, kommen da, glaube ich, immer wieder welche vorbei. Wow. Oder wenn du Amiibos benutzt halt, dann kannst du ja gezielt Bewohner holen. Ja. Was sehr aufwendig ist, weil du die irgendwie 5-mal einladen musst und denen immer was schenken musst, bis die mal einziehen. Ach so. Ich dachte, das wird direkt gehen. Nee. Genau, dann hier sind noch irgendwie 10 Häuser. Oh, da guck ich rein. Nein. Geh nicht zu Tanja. Tanja? Tanja, hallo. Die ist reich. Die ist reich? Ja. Oh, die ist ja wirklich. Ich bin Lied. Was denn für Lied? Ja, auf der Harfe. Ich bin mit. Ist das? Ja. Oh, ja. Tanja, hör mal. Tanja. Hörst du das? Tanja. Das lädt für dich. Ah, das ist die Zombie-Ente. Hallo, Tanja. Oh, ich grüße dich. Du bist sicher einer von deiner älteren Insel, oder? Willkommen, mein Name ist Tanja. Und du heißt? Zombie? Ich hab das Gefühl, man verbindet etwas. Aber vielleicht bin ich auch nur. Wenn du wieder einmal auf gp.tv/shop bist, musst du mir unbedingt Bescheid geben. Oh, macht die Werbung? Oh Gott. Ich weiß nicht. Warum hat die? Hilfe. Alter, den Kamera. Der hat Lichter? Oh, ja. Lila Licht. Decke, die ist einfach reich. Soll ich mein Aussehen ändern? Ach, cool. Und dann war Ultra das mega. Ja, das ist cool. Ja, guck mal in dein Haus an. Komm. Okay. Oh, stimmt falsch. Ich renne durch alle Blumen. Oh Gott, eine ist kaputt. Was doch. Oh, ja. Nein, ich will nicht, dass die kaputt gehen. Die wachsen doch erst in 2 Tagen nach. Ja, manche gehen kaputt. Oh, Nestor. Das ist Nestor. Hallo, Nestor. Lass in der Ruhe. Guten Abend. Da bist du jetzt wieder Mutter. Hallo. Hä? Ihr kennt euch? Lass dich von mir nicht stören. Ich sorge auf gp.tv für Frieden und sorge täglich Patrouille. Alter, Neighbor Watch. Hallo, hallo. Da ist dein Haus, ne? Ich geh rein. Ich hab's nicht erkannt. Ach, du hast auch dieses Totenkopfding an der Tür. Alle haben dieses Totenkopfding an der Tür. Das ist halt das Schönste. Ich mag den Tod. Ah, das ist wieder Ding gemacht. Hallo. Hallo. Oh, das ist so eine coole Kugel. Guck mal, da links. Man kann in einem Katzenbett sitzen, ne? Ja, ich weiß. Okay, geh da raus. Ja, ich komm nach links. Nicht hauen. Wie viele Punkte hast du von der Akademie des schönen Hauses bekommen? Keine Ahnung, B auf jeden Fall. Ich hab auch B. Oh, das ist cool. Der Baseball-Handschuh-Stuhl. Wie nennt man das? Ja. Genau so. Das ist cool. Warum ist deine Musik aus? Nichts wird gespielt.
Ja, ich hab da nichts. Ja, aber es ist doch so leise. Ja und? Lässt du mal die Switch in Ruhe? Meine ist immer an. Ich bin Maudado. Ja, habe ich auch. Seit Anfang an läuft sie. Hast du auch so ein Banner an der Hand hängen? Ah ja, das ist doch deine Silber- und Bronze-Bewertung von der Akademie. Ja, aber es ist ein schönes Zimmer. Aber sehr leise. Ja. Und ein Kühlschrank, in dem man sich umziehen kann. Habe ich ja schon mitbekommen. Was? Ja, wenn du dran gehst, kannst du deine Kleidung ändern. Ein Kühlschrank, soll ich mich umziehen? Ich bin nach rechts gerannt. Hä? Okay. Ist ja einfach teleportiert bei mir. Ich bin schnell. Oh, zwei Toiletten. Purer Luxus. Du machst mich und eine stolz. Waage. Ja, eigentlich sind da mehr, aber der Raum ist mir zu klein. Oh. Warum ist das denn da muss aus? Ich drauf sitzen. Ja. Ist das ja eigentlich auch Licht? Also das ist voll cool, der Pool. Den musst du mir geben, dann kann ich den für meinen Freibadbereich benutzen. Hast du den noch nicht? Ich glaube nicht. Lol. Vielleicht kann man den kaufen einfach für Meilen? Kann auch sein. Du schiebst ja von da links. Ich bin überall. Ja, kann man. Hast du auch momentan irgendwie viel zu wenig Möbel einfach? Ja, deswegen habe ich ja auch ewig nichts gemacht. Warte nicht, komm mal um. Okay. Der Hausmeister hat gesprochen. Der beste Raum kommt noch. Ich finde es gut, dass du die Musik als Gemälde für die Wand benutzt, anstatt die in deine Anlage zu legen. Oh. Aber überall. Okay, dass die auch bei mir teleportiert. Ich will doch rein. Ja. Aua. Ich finde, das ist der stimmigste Raum von allen. Ich hab Wiesenboden, ne? Zum Craften. Also genau die Wiese. Oh. Warte, oder ich guck mal. Ich kann es dir nämlich geben und kurz rausgehen, dann könntest du das hinlegen. Als ob du das dabei hast. Ich kann es doch herstellen. Oder hast du kein Unkraut? Doch. 30 Unkraut kostet es, Wiese. Kannst du das nicht vorstrecken? Warte. Nee, habe ich das nicht selber? Wie heißt das denn? Wiese. Alpengrund habe ich. Alpengrund? Sind da Blumen drauf und so? Dann ist da jetzt besser. Weiß ich nicht. Aber ich gebe dir einfach mal. Draußen dann wahrscheinlich. Oh Gott, ja, geht nicht. Dann kann ich dir einfach bei. Dann machst du einfach den einen und ich den anderen und dann gucken wir, welcher cooler ist. Hallo. Hallo. Ich hab was für dich gesammelt. Gib mir dein Gras. Hier, nimm. Kann ich das nicht aus deiner. Kann ich das nicht aus deiner Biotonne nehmen? Nee. Ja, bleib noch draußen. Craft es kurz. Soll ich nicht kurz switchen? Nein. Dann kannst du doch beide angucken. Ja, aber du sollst ja dann kommen und die auch angucken. Weißt du? Hier kann ich ja trotzdem. Gib dir eine Wiese. Ablegen. Danke für den Applaus. Ja. Oh, 69 Unkraut Gewinn gemacht. Warte nicht rein. Ja, sag mir, wenn ich komme. Hallo? Wie? Rüben? Naja, Rüben, die draußen liegen, darf man aufheben, verrückt. Das sind nur 10. Ablegen. Oh, nice. Ja, in Häusern dürfen andere Spieler die nicht aufheben, tatsächlich. Auf dem Boden. Ja, deiner sagt mir jetzt nicht so sehr zu. Hier ist halt nur eine Wiese, ne? Ja, komm mal rein. Ich habe noch einen Fluss. Den könnte ich dir anbieten. Mit Steinen und so. Dann wird ja alles nass. Ja. Oh, hallo. So, ist schon cool. Alles Grün ist ein bisschen zu dunkel für die Wiese. Obwohl, an sich ist es schon sehr cool mit der Wiese, muss ich sagen. Und es knatscht so schön mit meinem Drüberlaufen. Warum gibt's denn nicht so eine Tapete in echt? Weißt du, ich hätte auch gern so eine Wassertapete, die sich bewegt. Ja. Aber die ist voll cool, die Tapete. Und guck mal, du hast ein Gemälde von mir an der Wand. Hä? Ja, da. Ach jo! Ja, da bin ich. Ja, das sind wir beide. Oh. Warte, da, mit meinem, wo ist es denn? Oh, sorry, das. Und nicht gleich das Licht hier ausmachen. Das bist du in deinem Zombie-Outfit und ich in meinem Hot-Outfit. Warte, dann stell ich mich auch auf die rechte Seite. Musst du auf die linke. Ja. Ja. Ja, du hast meinen Stab in der Hand. Stimmt. Du brauchst einen Korb in der Hand noch. Wunderschön. Die Bewohner manchmal. Okay, dann gehe ich nochmal raus und dann gucken wir uns deine Wiese an. Okay. Also ich weiß nicht, welche Reaktion jetzt besser war. Die eine war so, und die andere, Also scheint meine Wiese ja besser gewesen zu sein. Ich finde beide halt einfach nicht geil. Oh. Ja, meine fand ich irgendwie harmonischer. Warte mal, so war das Licht gerade. Wer ist dieser Bär, der hier in seinem Bett liegt? Das bin ich. Der Bär. Ja. Ja, aber doch. Ich finde es mit der Wiese cool, aber ich kann verstehen, wenn du Holzboden cooler findest. Ich nicht irgendwas Besseres. Weiß es nicht. Wie wär's mit Musik?
Achso, du hast ja noch zwei Stockwerke, die ich mir angucken kann. Ja, warte. Oh. Wo bist du hin? Ja. Hallo? Ach da, hallo. Komm erstmal nach rechts. Erstmal in den Keller runter. Genau, in meinen Yu-Gi-Oh! Laden. Ja, man muss da eigentlich echt viel mit so eigenen Designs auch machen. Da könnte man viel. Siehste? Hier verkaufe ich meine Yu-Gi-Oh! Karten. Die sieht ja aus wie mein Keller. Hä? Hast du da auch die Tapete reingemacht? Ja. Bei mir war doch vorher dein Hauptraum. Das ist, da habe ich ein Bett und einen Kerzenständer und die Tapete. Das ist mein Schlafzimmer. Nice. Okay, nice. Und links ist der beste Raum. Der beste? Ja, von allen. Okay, das Schlafzimmer ist aber schwer zu toppen. Und der Kloraum nee. Erst. Nee, oh. Glaub mir. Oh. Wenn du das siehst. Ja, komm, lass uns boxen. Nee, komm ich immer hin. Wenn ich traurig bin, dann feiern die mich. Dann bräuchtest du so viermal dieses Boxringbett von Maudado und dann müsstest du hier so einen Boxring in die Mitte stellen oder so. Stimmt. Also ich habe das Boxringbett auch schon in zwei verschiedenen Farben, aber ist ja voll cool. Schick's mir jeden Tag. Aber wenn man die Kamera umdreht, ist das ja sogar in den Treppengang, die Tapete. Ach yo! Was zur Hölle? Yo! Cool. Applaus! Hast du irgendwelche coolen Gesten? Ich habe nur genervt bekommen. Ich habe natürlich das Wichtigste. In Niesen habe ich auch mittlerweile. Nicht ausgerüstet, aber ich hab's. Da, Panik. Oh, Panik. Und Panik. Müde ist auch cool. Müde habe ich nicht. Ich hab nur anfangen. Ja. Hast du das hier? Ja, habe ich. Standard-Emote. Wenigstens die habe ich. Tschüss. Ich bin selber gerade runtergegangen. Nee. Tschüss. Aber warte, geh noch einmal raus. Ich zeig dir noch, ich ändere was. Okay. Warum hast du einen Vogel vor deinem Haus? Falls Gift los ist. Weiß nicht, lass mich doch. Der piepst, wenn ich ihn anfasse. Der wird auch nie gefüttert. Ja, deswegen schreit er so, wenn ich ihn anfasse. Okay, du kannst rein. Klopf, klopf. Muss ich denn wieder nach oben? Ja, 3. Dir. 5. Ich glaube, oben ist falsch. 7. Meinst du? 8. Mitte. Schlafzimmer. Ach, Schlafzimmer. Ich bin die Treppe hoch. Ach so. Ja. Boah, ich merke schon, wie die Muskeln gebraten werden. Ist da jemand richtig hart am Pumpen? Ja. Ah, noch so ein Boden. Ja. Okay. Aber auch wieder zu dunkel. Aber oh, wie es hier raschelt, wenn man hier drüber läuft. Voll der Soundfetischist. Warte, lass mich meine Schuhe ausziehen. Ich muss irgendwie meine nackten Füße darauf patschen. Der wird doch auch zu einem Bär. Komm. Warte. Oh. Oh. Stimmt. Oh, geil. warte. Ich guck mal meine Verwandlungen an, ob ich irgendwas mit nackten Füßen hab. Also mir fällt da spontan was ein. Ach, der Hase, ne? Ich hab was Besseres. Mumie! Hier habe ich ja Socken an. Oh, geil. ASMR. Ja, hört hin, Leute. Oh. Gute Nacht, Leute. Schlaft ein. Ja. Ja gut, Leute. Dann gehe ich jetzt hier auch pennen. Dann war es das mit Manus Inseltour. Alter, wie gleichzeitig. Nee, warte mal, ja, aber ich muss mal was ändern. Das geht so nicht. Oh, Leute, ihr könnt hier unter mein Handtuch gucken. Stimmt, warte, so fühle ich mich wohler. Da sehe ich mich. Oh, jetzt könnt ihr bei Manu auch drunter gucken, Leute. Nee, das ist mir unangenehm. Zu spät, sie haben alles gesehen. Nein. Hä? Mein Bezug sieht ja aus wie mein Pulli. Stimmt. Ja, man kann ja aber viele Sachen eigene Muster drauf machen. Kannst du nicht dein Muster an die Wand machen? Dein Pulli-Muster? Geht das? Ich glaube nur die Standard-Designs gehen nur an die Wand. Mach mal Licht an. Jawohl. Alter. So lasse ich das jetzt für immer. Vor allem echt. Komplette Madness. Warum hat das Bild eigentlich nicht den Hasenzahn? Weil der echt komisch aussah. Ah, okay.
Genehmig. Also das Bild war, ist so einfach perfekt. Sieht überhaupt nicht merkwürdig aus. Ja. Ja gut, Leute. Dann war es das mit dem Besuch bei Manu. Vielleicht in Zukunft nochmal. Er hat ja scheinbar noch einiges vor. Oh ja. Ihr könnt seiner Insel 1 bis 5 Sterne geben. Und... Nein, wie? Das ist eh eine 5. Ja, auf jeden Fall. Und wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Vielleicht besuchen wir noch jemanden. Vielleicht spielen wir erstmal wieder so. Keine Ahnung. Bis dann. Schaut doch bei German Let's Play vorbei. Euer Zimmelmann. Ist das die Abmod für die Bilder? Für die Bilder? Ah ne, du hast ja ein Outro. Ich hab ein Outro. Aber vielleicht läuft es hinter dem Outro so ganz leicht durchgesichert.